Hallo und herzlich willkommen bei der Währungsprognose. Heute werfen wir den Blick auf den amerikanischen versus den kanadischen Dollar. Angus Campbell, FX Pro, schließe ich mir an. Heute erscheinen amerikanische und kanadische Arbeitslosendaten, aber welche anderen Faktoren müssen die Devisenhändler beachten, wenn sie das Paar in Kurzfrist handeln? Der kanadische Dollar hat gegenüber dem amerikanischen etwas aufgewertet. Zumindest hat er etwas am Boden zurückgewonnen und machte einen sehr kurzen Schritt nach unten. Der US-Dollar bewegte sich gegenüber dem kanadischen Dollar auf Hintergrund einiger fundamentaler Faktoren steil nach oben. Erstens herrschte ein langfristiger robuster US-Dollar-Aufwärtstrend und der zweite Faktor ist natürlich der Ölpreis. Der kanadische Dollar ist eigentlich eine Commodity-Währung und der Preisverfall bei Erdöl hat zu deren beachtlichen Abwertung geführt. Auch die Zinssenkung durch die BOC verursachte einen gravierenden Sturz des kanadischen Dollars. Nichtsdestotrotz hat der kanadische Dollar seit der letzten Woche seine Verluste teilweise zurückgewonnen. Hier diente der Preisanstieg beim Erdöl als Schieber. Kurzfristig scheint der kanadische Dollar etwas mehr zuzunehmen, sodass in einem Monat der Kurs von ca. 1,26 US-Dollar gegenüber kanadischen Dollar erreicht werden kann. In drei Monaten erwarten Sie ein Level von 1,30. Würden Sie bitte Ihre Gründe angeben? Aus meiner Sicht bleibt der Trend zugunsten des US-Dollars bestehen, denn der Ölpreis scheint nur unbeträchtlich zurückzuprallen, wenn überhaupt. Also ich würde den kanadischen Dollar nicht unterstützen im Hinblick auf die sichtbare Divergenz zwischen den beiden Währungen. Meiner Meinung nach wird der Trend anhalten und die commodity-basierten Währungen werden weiter leiden müssen. Der kanadische Dollar scheint insbesondere betroffen zu sein, weil sich hier auch das Beschäftigungsbild verschlechtert. Die Arbeitslosigkeit steigt in Kanada seit ein paar Monaten an, während sich die amerikanische Wirtschaft bedeutend erholt. Also in Mittelfrist ist eine weiter zunehmende Stärke des US-Dollars gegenüber dem kanadischen Dollar zu erwarten. Und schließlich Ihre Prognose für 12 Monate, bitte. Ich finde, der mittelfristige Trend wird sich auch längerfristig etablieren, sodass der amerikanische Dollar versus den kanadischen Dollar längerfristig noch höher klettern kann, sodass das Level von ungefähr 1,35 im Endeffekt erreicht werden kann. Haben Sie meinen besten Dank, Angus. Das war's für diese Ausgabe. Schließen Sie sich uns in der nächsten Ausgabe an, wo ein anderer Experte ein anderes Währungspaar unter die Lupe nimmt. Auf Wiedersehen.